Mit einer Strategie, die 10% pro Jahr liefert, was wäre ein guter Drawdown? Die meisten werden hier vermutlich so 3% sagen, und das ist eine andere Weisheit. Wir haben schon über Weisheiten gesprochen hier, die im Trading stattfindet, und wir denken immer, dass so ein Risiko zur Rendite so 1:3 sein soll oder sowas. Also 10% Gewinn, 3% Drawdown. Gut. Stimmt das? Ich habe letzte Woche mit einem Fondsmanager gesprochen in Zürich. Ich war nicht in Zürich, wir waren am Telefon, aber er sitzt in Zürich. Und er hat mir gerade gesagt, also sein Fonds ist, ich würde sagen, klein, wenn man in der Trading-Branche das macht. Also er hat mehr als 500 Millionen Euro. Das ist für uns sehr viel, aber in der Investoren-Branche ist das nicht so besonders groß. Aber trotzdem wichtig. Aber sicher hat er Ahnung, wie die Sachen dort funktionieren. Wir hatten gerade gesprochen und er sagte, guck mal, Andrea, eine gute Strategie, ich meine, wenn du an der Trading-Branche eine gute Strategie anbieten wolltest, die sollte ungefähr 10-15% pro Jahr liefern und ein Drawdown von 25%. 25! Ja, 25, das ist doch mehr, als was die am Jahr verdient. Ja, natürlich, Drawdown sollte ein-, zweimal kommen und 10-15% pro Jahr, so mehrere Jahre in einer Reihe oder ewig lang oder mindestens so lang wie möglich. Das heißt, im Schnitt sollte man 10-15% am Jahr verdienen, und aber mit dieser Erwartung kann man auch ein Drawdown von 25% richtig schätzen. Das heißt, man kann es erwarten und man kann damit leben. Das scheint ein bisschen verrückt, aber wenn das in der Trading-Branche funktioniert, bei den großen Investoren, die Leute, die Geld haben, die Leute, die das Geld verdient haben und die mit dem Geld vermutlich schlauer sind als wir kleine Fische, dann hat es sicher eine Wahrheit. Da steckt etwas dahinter. Und es ist so, dass dieses 10%, 3% Drawdown ist wieder eine andere Weisheit, die in der Tat nicht stattfindet. Und ich kann auch sagen, dass hätten wir so eine Strategie und könnten wir demonstrieren, dass die Strategie wirklich 10% Gewinn am Jahr mit 3% Drawdown schaffen kann, dann wären wir wirklich reich. Nicht wegen der Strategie selbst, sondern weil wir so viele Investoren hätten, wären wir reicher als Warren Buffett. Das passiert aber nicht, weil man das nicht demonstrieren kann. Und die Leute, die Geld haben, die sind, wie gesagt, schlauer in dem Bereich als uns. Und die trauen ein Fonds, Hedgefonds oder ein Manager-Account oder irgendwas, der sowas anbietet, nicht. Die trauen denn nicht. Die denken, aber die denken nicht, weil sie verrückt sind. Sie denken, weil es irgendwie wirklich so ist, dass irgendwo ist versteckt ein Risiko, was zu groß ist, was zu hoch ist. Auch mit dem Option Writing, Optionen schreiben, also wenn man die Optionen verkauft, kann man sehr gute Equity Lines erhalten. Aber das machen die Leute nicht, weil man weiß, dass irgendwann kann etwas Schreckliches, eine echte Katastrophe passieren. Haben wir seit einiger Zeit mit dem Option Sellers gesehen, hatten wir Erfahrung am Februar 2018, sehr viele hatten echt große Probleme mit was dort passiert ist, und auch in August 2015 und jemals mit Volkswagen, Porsche. Es gibt so viele Fälle, die kommen ab und zu, aber wenn sie kommen, dann sind sie wirklich Katastrophe. Und so ein Risiko ist immer zu groß, eine gute Performance zu akzeptieren. Weil jede gute Performance hat dieses Risiko versteckt. Also 10-15%, 25%. Es gibt ein Managed Fund in der Trading Branch. Ich kann ihn natürlich hier nicht nennen, aber man kann es suchen. Und das bietet auch ein sehr interessantes Programm an. Und die Performance von diesem Fonds ist auch sehr gut. Die zeigt etwas, so, ich glaube 8, 9, auch vielleicht 10%, und hat einen Drawdown von, glaube ich, 7%
Prozent, als es einmal verlor in August 2015. Also im Prinzip wäre das wirklich sehr gut. In 2014 hatte dieses Programm 200 Millionen Dollar Assets under Management. Heute ist es, glaube ich, in der Richtung von 380. Es ist wohl gestiegen, aber ist immer noch unglaublich klein im Vergleich zu den sehr guten Performances. Und ich habe mich hier auch mal mit einem Manager von einem Family Office in Zürich gesprochen. Und er sagt, ich habe ihm über gerade dieses Fund gesprochen, er sagt, ja, wir kennen das, aber wir trauen uns nicht, unser Geld dort reinzustecken. Weil die Leute dort waren nie bereit, uns wirklich zu erklären, wie sie handeln. Das heißt nicht, sie müssen alles offensichtlich erklären, die Regeln und so weiter. Sie müssen erklären, wie sie Risiko kontrollieren. Und das bedeutet, dass die Erklärungen von dem Programm waren nicht gut genug, damit die Investoren den Fund trauen können. Und das ist wichtig. Also, wir müssen nicht denken, dass die Performance 3:1 sein muss. Wir müssen immer vom Risiko starten und denken, dass wenn man ein gutes Risikokontroll hat, dann kommt die Performance, aber die wird niemals dreimal so gut sein oder so. Ich selbst in 2008 habe die Weltmeisterschaft das erste Mal gewonnen mit 672%, aber dort hatte ich auch einen verrückten Ansatz mit, als Risiko und ich hatte in der Tat ein sehr hohes Drawdown von, ich erinnere mich nicht ganz genau, aber ich glaube es war 47%, also in der Richtung von 50%. Die meisten würden nicht mit 50% arbeiten und ich arbeite sicher nicht mit dem Risiko, mit mein großes Geld. Das war ein Wettbewerb mit 15.100 Dollar als Startkapital und dort könnte ich wohl auch mit hohem Risiko arbeiten. Aber wie gesagt, hohe Performance kommt mit hohes Risiko, aber es passiert nicht, dass man eine gute, glatte Performance erhalten kann mit fast ohne Drawdown. Passen Sie auf, wenn etwas zu Gutes angeboten wird, weil dort liegt irgendwo ein verstecktes Risiko, was zu einer Katastrophe bringen kann. Immer aufpassen. Das war's. Abonnieren Sie, wenn Sie auch Erfahrung in dem Bereich haben oder wenn Sie einige Programme kennen, die Sie gut schätzen, aber die Sie jetzt nach dem Video vielleicht ein bisschen mit Angst anschauen oder so. Ich bin hier zu kommentieren und ich bin immer offen zu neuen Ideen und Kommentaren. Abonnieren Sie auch meinen Kanal natürlich, dann wissen Sie sofort, wenn etwas Neues kommt. Das war's, wir treffen uns nächstes Mal wieder. Ciao aus Italien, ciao von Andrea Ungar.